Ja Leute, und willkommen zurück zu God of War für die PlayStation 4. Das letzte Mal sind wir nicht hier stehen geblieben, wo ich jetzt stehe. Das jetzt hier gerade habe ich offscreen gemacht, Freunde. Ja, es geht weiter. In der letzten Folge haben wir schon die erste Kette gelöst. Und jetzt, Freunde, die zweite Kette lösen. Okay. Okay. Zack, geschafft. Perfekt. Ich hatte niemals zwei. Puh. Jetzt können wir die Nibelheim-Ruhe lesen. Und die Welt nice. Ist auch hier. Gehen wir hin? Cool. Das haben wir geschafft. Steht denn hier? Könnte ein Weilchen dauern. Nein. Bis Götter gut werden. Damit meint er, dass das nie passiert. Aber vielleicht. Sie warten nur auf uns. Okay. So, jetzt wird die zweite Kette gelöst. Haben wir geschafft. Killt euch alle. Nein. Oh, jetzt kommt er nicht hoch. Das ist kein Problem. Wow. Okay, jetzt haben wir. Okay, jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Oh mein Gott, das wird Spaß. Mach dich bereit! Ich bin bereit!
Holy shit, holy shit, holy shit, holy shit, holy shit! Kratos! Den Tempel kippen. Es bringt Max. Okay, der Rückweg war kein Problem. Haben wir geschafft. Perfekt. Oh. Ich weiß, dass ich versprochen nach oben habe. Aber falls das hier nicht funktioniert, denk dran. Tyr hat guten Grund für diese Hindernisse. Er macht die Jötunheim für Odin unerreichbar. Aber es herrscht kein Krieg. Stimmt, aber es gibt Hoffnung. Wir arbeiten alle zusammen. Das ist Eintracht. Genau das sagte die Rune auf der Tür. Wir folgen Tyrs Wegen. Aus den Beinen heben! Weiß er. Ich will nur helfen. Man kommt gerade raus. Bin ich froh auf dein... Siehst du, Mimir? Niemand könnte all das alleine schaffen. All diese Hindernisse. Wir können beweisen, dass nur wir sie überwinden können. Klar, wir streiten. Vater und ich. Du und Freya. Brock und Sindri. Aber wenn wir zusammenarbeiten, sind wir ein gutes Team. Und das ist Tyrs Prüfung. Deshalb werden wir Jötunheim erreichen. Hast du das gehört? Er hat sein Equilibrium gefunden. Was bedeutet das? Er meint, du sprichst leise mit uns. Das ist gut zu hören. Junge, dein Messer. Und? Was ist das? Eine Art Weltenstein. Lass mal sehen. Thomblas Euter, das ist der Eintrachtstein. Du kennst ihn? Dass er tatsächlich existiert. Wenn Tyr ihn besessen hat, erklärt das, wie er all die Welten erreicht hat. Und andere Länder noch dazu. Er hielt ihn. In Odins Bibliothek. Ja. Ja, das ist es. Jetzt begreife ich erst. Darauf ist Tyr in der Zwischenwelt abgebildet. Du weißt ja, verlasse niemals den Pfad. Tja. Tyr folgte immer seinem eigenen Pfad. Verstehst du, was ich meine? Ja, die Zwischenwelt. Auf Tyrs Schrein war also zu sehen, wie er den Ast des Weltenbaums verlässt. Und du glaubst, um den geheimen Weg nach Jötunheim zu erreichen, müssen wir das auch tun? Das tue ich. Oh je. Das ist ein voller Ernst, nicht wahr? Das wird unsere bislang beste Arbeit. Wir brauchen nur etwas Hilfe von euch. Können wir uns verbessern?
Wie die Atanax können wir leider nicht verbessern. Die Klaus-Klingen auch nicht. Und für den Knirps? Den Klauenbogen können wir verbessern. Machen wir es mal. Was brauchst du noch? Brustrüstung. Armrüstung. Rüstung. Knauf. Talisman. Okay. Wo muss ich denn jetzt hin? Wenn du vorhast, uns alle in die Leere zu stürzen, hoffe ich, dass du dir sicher bist. War das nicht deine Idee? Den eigenen Weg finden, oder? Schwachsinn. Hier ist Tier über den Rand getreten und der Eintrachtsstein hat ihn geschützt. Bereit? Bereit. Tja, wenn es sein muss, Freunde, es war mir eine Ehre. Hab Vertrauen. Ohne Magen nur so schlecht werden. Ach komm, das war großartig. Da. Der Turm. Ich wusste, dass hier unten was ist. Unglaublich. Wie versteckt man etwas, das in allen Welten existiert? Wirf es aus allen Welten in den Raum dazwischen. Raffinierter alter Tier. Ist Jötunheim auf der anderen Seite? Das kann nicht sein. Man geht nicht einfach durch Vanaheim zum Midgard-Gipfel. Aber wie benutzen wir ihn? Lasst uns einen Blick reinwerfen, aber passt auf, Tiers kleine Prüfungen sind nie so einfach, wie sie scheinen. Ist mir aufgefallen. Ziemlich spärlich. Der Sockel. Absorbiert die Energie des Steins. Irgendwas passiert. Bewegt er sich? Er bewegt sich. Er weiß, was zu tun ist. Der Stein hat seinen Zweck erfüllt. Wir erfüllen Tiers Zauber. Was geschieht jetzt? Ich habe keine Ahnung. Aber schlimmer als der Fall eben wird es bestimmt nicht werden. Hier riecht's wie... Yo, es kommen Gegner. Nice. Dann kommen wir mal alle weg hier. Wow. Zack. Wow, weg. Oh!
wieder diese Gegner. Ja, klar. Aber das ist nur einer. Hilfe! Nimm das Leben auf! Okay, alles klar. Alles klar. Alles klar. Na klein, okay, klein. Alles klar. Oh!
Scheiße und dann haben wir es. Wo sind wir? Was ist das? Zorn der Artemis, leichter Runenangriff. Ein schützender Hieb, der alle Gegner um Kratos zurückstößt. Okay. Ja, verbessern wir mal. Hier. Und hier verbessern wir auch mal. Zack. Wie schaut's aus hier? Nicht genügend EP. Okay. Aber das können wir verbessern. So. Geschafft! Der Turm ist wieder an seinem Platz. Jetzt kann uns Tyrs Weltenkammer nach Jötunheim bringen. Wie hat Tyr das gemacht? Odin vermutete, dass die Riesenreste der urzeitlichen Jötner Erschaffungsessenz besaßen. Das Zeug, aus dem alle Welten gemacht wurden. Der Eintrachtstein wurde wohl auch daraus hergestellt. Ihn einem Außenstehenden anzuvertrauen, auch wenn es Tyr war, zeigt ihre Verzweiflung. Ah, jetzt kann ich es lesen. Aber ist es ein Name? Göndul! Wow, der Name hat sie entfacht. So heißt eine der Walküren. Äußerst seltsam. Beide macht wirklich gern Radau, was? Ich weiß nicht, was wir in Jötunheim vorfinden, aber wir müssen unsere Spuren verwischen. Odins Raben werden ihm berichten, dass der Turm wieder steht und er soll nicht den Lohn für unsere Mühen ernten. Also gut.
funktionieren. Was? Es ist kein Weltenkristall da. Tyr muss die Energie mit seinen eigenen Augen umgelenkt haben. So ist er auf Nummer sicher gegangen. Du hast doch Augen wie er, Mimir. Ich habe ein Auge. Eins. Odin hat mir das andere ausgerissen, eben damit ich nicht reisen kann. Tut mir leid, Jungs, ich dachte, es funktioniert. Was hat Odin mit deinem Auge gemacht? Er hat es doch. Und er weiß, wo er es versteckt haben könnte. Wir sind so weit gekommen. Es muss doch einen Weg geben. Hör mal. Er ist vielleicht weit hergeholt, aber seit Jahren sehe ich Sindrin oder manchmal Brock an diesem Berg herumlungern, wann immer Odin zu Besuch kam. Vielleicht wissen die etwas. Brock und Sindrin! Okay, ich spreche mir mal mit Brock und Sindrin. Hey Jungs, eine Frage. Wo finden wir Mimirs zweites Auge? Oh. Was? Tut mir leid. Um genau zu sein, Odin bat mich. Er gab mir den Auftrag. Er zeigt es mir, wisst ihr, und ich lehnte ab. Verzeihung, und entschuldigt ihr mich? Na, das hilft ja weiter. Wisst ihr, das war etwa zur gleichen Zeit, als Odin vorbeikam und mich bat, eine Statue mit einer Art Geheimfach zu bauen. Tja, da das keine Waffe ist und die Asen ein Haufen pickelgesichtiger Spinner sind, habe ich ebenfalls abgelehnt. Ist das Mais? Aber ich weiß, dass er sie trotzdem baute. Welche Statue? Es ist die von Thor, wo er sich seine Eier am See schaukelt. Die Schlange hat sie gefressen. Tut mir leid. Geht schon viel besser. Wie sollen wir in der Schlange suchen? Innen? Finden wir besser heraus, was die Weltenschlange dazu sagt. Tja, okay. Ich weiß nicht, was vor uns liegt, aber jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, eure Ausrüstung noch einmal zum Horn. Können wir uns vielleicht verbessern? Aber nee. Ich hab ja schon geguckt, ob wir uns verbessern können oder nicht. Können wir ja leider nicht. Hallo Schlangi. Dos tu tu inis mu tu tu fa. Ist die Statue etwa verloren? Sie glaubt, sie ist vielleicht immer noch in ihrem Magen. Und die Schlange lässt euch in ihren Mund rudern, um euch umzusehen. Wirklich? Es ist so. Sie ist auch nicht gerade begeistert. Okay. Auf geht's in die Schlange. Wollen wir das wirklich tun? Uns von der Schlange schlucken lassen? Du musst nicht mitkommen. Na, das will ich nicht verpassen. Okay, auf geht's ab in die Schlange, Freunde. Hilft da nix. Ab geht's in die Schlange. Nein. Oh yeah. Brüder, ich war an vielen seltsamen Orten. Aber das ist neu für mich. Ja. Ich war auch noch im Bauch eines Riesen. Vater? Der mich gar nicht fressen wollte. Mit so einer Antwort hätte man recht.
Reichinsekt. Bauch der Bestie. Lustig, von sowas habe ich oft geträumt. Vor Träumen braucht man keine Angst zu haben, ich weiß. Es hat mich nur an das Gefühl erinnert. Damals, als Kind. Suchen wir die Statue. Du Scheiße, Freunde. Jetzt sind wir auch noch in der Schlange drin. Oh Mann. Ah, riecht gar nicht so schlimm wie erwartet. Wie fermentiertes Heidelbeer. Eigentlich sogar recht angenehm. Du bist echt schräg. Ah, irgendwie brennt das Wasser hier drin. Das ist Wasser, oder? Ja. Da, der Hammer. Wo? Ah, da. Okay. Wie soll ich jetzt da hinkommen? Was vergessen? Mimir, eine Idee, wo Odin dein Auge versteckt hat? Nein, ich kann schließlich nicht mehr hindurchsehen. Freunde, ich muss sagen, das ist schon irgendwie eklig, hier in der Schlange zu sein. Aber auch irgendwie auch cool. Vielleicht solltest du das in meinen Kopf stecken, zur Sicherheit. Sachte jetzt, sachte. Ich danke dir. Man kann das räumliche Sehen echt vermissen. Intakt. Es wird reichen. Dann haben wir alles, was wir brauchen. Endlich! Wir gehen nach Jötunheim. Jetzt hält uns nichts mehr auf. Kleiner, weißt du, was das Schicksal herausfordern bedeutet?
So, Freunde, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier noch aus der Schlange raus. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Wie kommen wir jetzt wieder raus? Wir signalisieren den. Was ist da los? Das war etwas furchteinflößend. Reizt unsere Anwesenheit Jörmungandr's Magen? Nein, etwas stimmt nicht. Was geschieht mit dir? Gar nicht gut. Puh, es ist vorbei. Wird sie geschlagen? Was ist das? Beeilung. Sehe ich ganz genau. Versuche das Gleichgewicht zu halten. Das Boot schwankt, ich werde... Ich hab dich. Was ist passiert? Waren wir das? Nein. Etwas anderes. Der tote Riese. Warum ließ uns die Schlange hier? Da! Freie. Wir können dir noch trauen, oder? Halte Abstand, bis wir es wissen. Die Weltenschlange. Was ist passiert? Wir hatten gehofft, du weißt es. Du bist weit gereist. Ich suche meinen Sohn. Ihr beiden. Habt mir die Augen geöffnet. Du weißt gar nicht, wo er ist? Nein. Doch die Wälder und Wiesen sprechen von ihm. Ich weiß, er ist hier in Midgard. Wann hast du ihn gesehen? Ist lange her. Noch vor deiner Geburt. Warum stehst du denn so weit weg? Was ist los? Was ist passiert? Da! Baldur! Ich habe geahnt, dass ich euch beide hervorlocke, wenn ich die große Schlange verletze. Habt ihr eine Ahnung, auch nur den Hauch einer Ahnung, was ihr mich gekostet habt? Mein Sohn. Mutter. Ich bin hier. Lauf nicht weg. Oh, ich gehe nirgendwo hin, Mutter. Ich weiß, dass du wütend bist. Ich weiß, dass du noch dasselbe fühlst. Doch ich möchte, dass... Was ich fühle? Was ich fühle? Ich habe die letzten 100 Winter geträumt. Von diesem Moment. Habe alles genau durchdacht, was ich dir je sagen wollte. Jedes Wort, damit du dann endlich begreifst, was du mir alles geraubt hast. Aber jetzt wird mir klar, du musst eigentlich überhaupt nichts begreifen, weil ich dich... gar nicht brauche. Nein, zurück, Kratos, das hat nichts mit dir. Der Weg, den du wählst. Rache. Er bringt keinen Frieden. Glaub mir.
Du. Um dich kümmere ich mich später. Zuerst die Familie. Das wieder. Hey, Kampf gegen Valdo, Freunde. Dann machen wir das jetzt noch schnell und dann wird die Folge beendet. Wahrscheinlich. Mal gucken. Wow. Wende dich lieber davon ab, Junge. Das wird nicht schön. Ich lass das nicht zu. Nein, Junge. Na schön. Halt! Ja! Nein, Atreus! Du blutest. Atme, Junge. Atme. Nicht mein Blut. Was ist das? Ich kann das spüren. Ich kann jetzt alles spüren. Er ist verwundbar. Köchergurt, ja. Die Mistel hat ihn verletzt. Freya hat sie böse genannt. Er ist nicht nur verletzt. Der Bann ist gebrochen. Dann kann man ihn töten. Ganz bestimmt. Langsam erinnere ich mich. Jetzt erinnert er sich. Sie kontrolliert dieses Ding? Haltet euch da raus! Ich kann ihn umstimmen. Nein, Weib! Kannst du nicht! Er hat vor, dich zu töten! Du kannst mich nicht aufhalten! Niemand kann das! Wo ist er? Es ist mir egal, wenn er mich tötet! Ich werde ihn beschützen! Ich lasse ihn nicht sterben! Wie ergreifend! Das ist alles bald vorbei! Da! Gefühl! Herrliches Gefühl!
davon ab. Ich fühle! Es ist kalt! Zu meinem Jungen nicht weh! Glaubst du, das hält dich auf? Alter. Boah, Freya. Alter! Eine verfickte Scheiße, warum konnte ich mir das Leben denn jetzt nicht holen? Alter. Yo, jetzt muss ich ihn wieder runter. Alter. Jo, Ball, du kleiner Wichser! Alter! Jo, fick dich, du Scheißgott, ey! Das Leben holt sich gerade auf. Ich fühle. Ja, du fühlst, du Lauch. Es ist kalt. Kleiner. Salat. Da. Ach, mein Gott. Besser als in meiner Erinnerung. Oh. Wie wäre es mit einem taktischen Alter. Alter.
aufnehmen. Yo, ich bin gleich wieder tot, willst du es nicht kaufen? Gegner außer Baldur. Höchstens enge Phasen. Willst du mich eigentlich verarschen hier? Holy shit! Alter! Viel Spaß! Oh, wie wundervoll! Alter, Schwede, ey.
Das Leben, das Leben, das Leben. Oh. Und weg, und weg, und weg, und weg, und weg. Oh mein Gott, Freunde, oh mein Gott.